Rent the Future ist das Motto dieses Nachmittags. Hochkarätige Gäste, spannende Diskussionen und ein aufmerksames Publikum. Beim Eurobrand Forum 2012 stand auch in diesem Jahr das Thema Marke im Mittelpunkt. Ich freue mich, dass wir hier bei Novomatic zu Gast sein dürfen. Novomatic ist ja die stärkste Gaming-Marke Europas und möchte gleich an den Herrn Generaldirektor Dr. Franz Wohlfahrt für seine Begrüßungsworte übergeben. Ich bin überzeugt, so wie Sie auch, dass die Marke letztlich die Visitenkarte des Unternehmens ist. Die Top-Themen waren Standort als Marke, Innovationen in der Branche und die Zukunft von Marken. Dadurch, dass eine Marke und vor allen Dingen auch eine erfolgreiche Marke letztendlich alle Bestandteile eines Unternehmens subsumiert im Grunde genommen und vor allen Dingen dann auch in der Wahrnehmung der Konsumenten ja die sehr subjektive Wahrnehmung all dieser Bestandteile auch zusammenführt, ist natürlich die Marke Lines für uns extrem wichtig. Bis vor 10 Jahren hat eine Marke in den Standort einbezahlt, heute zahlt der Standort in eine Marke ein. Das Eurobrand Forum ist ein ganz, ganz wichtiger Impulsgeber für das Markenverständnis und die Markenpflege auch in Österreich. Marken sind kein Dekorationsgut, Marken sind Ausdruck einer Leistung. Ja, es ist, glaube ich, immer sehr interessant, von verschiedenen Sparten die Leiter und die Entscheidungsträger zu treffen und auch ein bisschen zu verstehen, welche Schwierigkeiten die einzelnen Brands eigentlich haben, ihre Brand nach vorne zu bringen. In der anschließenden Podiumsdiskussion drehte sich alles um die Marke Österreich. Wir werden als Tourismusland wahrgenommen. Die kommen wahrscheinlich alle sehr gern zu uns Skifahren, aber sie wollen hier nicht im Forschungsbereich tätig sein. Aber das, was schon da ist, ist etwas, was wir nicht gerne herzeigen. Na, was wir das herzeigen, ist in Wirklichkeit der Kaiser, oder? Also, man, das haben das wir, gern, was wir herzeigen, sind genau, sind jene Werte, die verbunden sind mit der Marke Österreich. Aber wir transzendieren sie nicht in eine neue Ära, in eine neue Richtung. Ja, wir haben dieses Mal wieder sehr spannende Themen beleuchtet. Wir haben gesprochen über die Trends, wo die Marken sich hinentwickeln, welche Marken entstehen im Bereich Unternehmen, im Bereich Regionen. Wir haben auch gesprochen über die Marke Österreich. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema in dem Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation. Ich habe von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehört, dass es ihnen sehr gut gefallen hat und dass sie nächstes Jahr gerne wiederkommen möchten.